Herzlich willkommen zu Warcraft 3. Jo, ich hatte mal ein bisschen Bock gehabt und deswegen zocken wir mal ein bisschen. Wir hatten letztens mal geschafft die Auswahl nach einem schönen Fail meinerseits. Und wir schauen uns jetzt erstmal die nächste Zwischensequenz an auf ungleichen Wegen. Wenn der Ladebalken nicht wäre. Auf ungleichen Wegen, drei Tage später in den Ruinen von Stratholma. So viel Tod. Unfassbar, dass Arthas dazu fähig war. Jaina! Jaina Proudmoore! Lord Uther? Ah, Jaina. Ich dachte mir, dass ich euch hier finden würde. Wo ist er hin, Mädchen? Wohin hat Arthas die Flotte geführt? Er kam zu mir, bevor er aufbrach. Ich flehte ihn an, nicht zu gehen. Es hörte sich nach einer Falle an. Wohin? Norsrend. Er ist nach Norsrend Mal'Ganis jagen. Verdammter Bengel! Ich muss König Terenas informieren. Macht euch keine Vorwürfe, Mädchen. Ihr hattet nichts mit diesem Gemetzel zu tun. Die Toten in diesem Land mögen vorläufig ruhen. Aber lasst euch nicht täuschen. Euer junger Prinz wird im kalten Norden nur den Tod finden. Ihr? Arthas tut nur, was er für richtig hält. So löblich das sein mag, seine Leidenschaft wird sein Untergang sein. Somit bleibt es euch überlassen, junge Zauberin. Ihr müsst das Volk westwärts führen, ins alte Land Kalimdor. Nur dort könnt ihr den Schatten bekämpfen und diese Welt vor den Flammen retten. Ja, Kapitel 7, die Küste von Nordend. Einen Monat später an der eisigen Küste von Daggers Cape Bay. Entschuldigung. Dieses Land ist wahrlich vom Licht verlassen, was? Man kann kaum die Sonne sehen. Der Wind dringt einem durch Mark und Bein und ihr zittert nicht einmal. Wie laut? Geht es euch gut? Captain, sind meine Truppen alle da? Fast. Nur wenige Schiffe sind... Wohlanden. Als erstes müssen wir ein hinreichend geschütztes Lager errichten. Man kann nie wissen, was in den Schatten auf uns wartet. Jo, da haben wir auch schon. Die Hauptquest, einen Stützpunkt errichten, eine Goldmine suchen. Und Arthas muss leider überleben. Und wir sollen mal Mal'Ganis umhauen. Ich mach mal ganz kurz den Schnitt. Ich bin sofort wieder da. Ich muss nur noch was im Sound umstellen. So, da bin ich auch schon wieder. Ich habe mal nochmal schnell gespeichert. Ich habe nur noch ein paar Sachen umgestellt. Das Licht ist und meine Stärke. Ich würde sagen, wir können auch gleich losmachen. Für die Ehre. Ja, natürlich. Jetzt wird gerichtet. Gleich fertig werden. Ne? Für meinen Vater, den König. Ein bisschen creep mir. Okay, die haben aber noch keine. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Einheiten zum Bauen. Ist auch nicht okay. Ich mich gerade nicht. Für ich dachte, Ehre. Ich habe mich jetzt nur dämlich angestellt. Ja. Ich wusste jetzt nicht, ob ich mich dämlich angestellt habe. Ein solider Oder ob es Plan. Wirklich so ist, dass ich nichts hab. Für aber die ist das Ehre. Wirklich so? Ich gehe noch ein bisschen creepen hier. Ich gehe noch ein bisschen creepen hin. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Leveln. Elender Kerl. Ja, natürlich. Das ist mein Arty-Baby. Hier noch ein bisschen. Solider Plan. Ja. Hochlevelt. Für die Ehre. Und stärker wird. Und vielleicht irgendwann mal ein richtiger Mann wird. Natürlich. Nicht irgendwelche hilflosen Dorfbewohner abschlachtet. Ja, ein solider Plan. Ja, ihr seht, ich mag ihn nicht. Natürlich. Aber für diesen meinen Vater, Spoiler den wollte König. Ich natürlich nur nicht reinhauen. Jetzt wisst ihr, warum niemand Arthas wirklich mag.
für die Warcraft-Figur zumindest kennt. Das Licht ist meine Stärke. Jetzt wisst ihr auch warum. Was zieht euch an? Eine Verbeugung ist nicht nötig. Das Licht ist meine Stärke. Ich glaube, mehr müssen wir jetzt dazu nicht sagen. Ja, ein solider Plan. Ist halt ein Arsch. Natürlich. Ein solider Plan. Ein Arsch. Nicht mehr, nicht weniger. Natürlich. Für die Ehre. Natürlich. Ein solider Plan. Ja. Für die Ehre. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll heute. Oh. Da kommen Uhr. Spürt meinen Zorn. Eistrolle. Ich wusste, dass sie diese Eiswüste unsicher machen. Für meinen Vater, den König. Was ist denn das eigentlich? Schadensbonus. Ein solider Plan. Ja. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Für meinen Vater, den König. Da können wir die auch so vielleicht mal benutzen, ja? Für die Ehre. Ich stehe für das Licht. Machen wir das. Natürlich. Besteht etwa Gefahr? Die sind schön weg. Haben wir schön umgeboxt. Ich stehe für das Licht. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich heute erzählen soll. Ja. Für die Ehre. Natürlich. Wie geht's euch so? Was macht ihr so? Für die Ehre. Ja. Besteht etwa Gefahr? Manchmal ist halt nicht so. Natürlich. Ganz einfach. So ein Thema zu finden, was man. Oh, Videosequenz. Ich halte die Klappe. Ah, eine Goldmine. Hier schlagen wir das Lager auf. Wir werden angegriffen! In Deckung! Pest und Hölle! Ihr seid nicht untot! Ihr lebt alle! Muradin, seid ihr das? Verdammt, Junge! Ich hätte nie gedacht, dass ihr zu unserer Rettung kommen würdet! Rettung? Muradin, ich wusste nicht mal, dass ihr hier seid. Wie auch immer, Freund. Ich kann Hilfe brauchen. Meine Gefährten und ich wurden angegriffen und getrennt. Ich bin für jede Unterstützung dankbar. Natürlich helfe ich, Muradin. Gehen wir. Natürlich helfe ich, Muradin. Gehen wir. Hä? Wie kann ich dienlich sein? Arschloch. Was geht ab? Yeah, was geht? Ich stehe für das Licht. Was braucht ihr? Was geht ab? Bauen. Ich will mich hier auch gar nicht so lange aufhalten. Das will ich jetzt wirklich nur als Hauptbasis nehmen. Ich will da rein. Deswegen will ich jetzt eigentlich nur noch so schnell wie möglich Einheiten bauen. Wie geht es euch? Und davor. Das Licht ist meine Stärke. Ist auch möglich. Mit Helden ist es auch locker möglich. Ich stehe für das Licht. Eigentlich auch mit einer kompletten Gruppe. Habe ich zumindest immer so gemacht. Ich werd's. Kann man nicht mehr jetzt erinnert sehen, ja. Ich werde es auf jeden Fall so machen. Ich werde gleich nochmal einen Save machen. Weil es bringt nichts, wenn wir uns hier auf die Tabelle verbarrikadieren. Da unten haben wir eine größere Möglichkeit. Ich mache eigentlich hier weg. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Die Gyrokopter ist zu tot. Greifen mich keine Landeinheiten durch. Ich stehe für das Licht. Greifen die überhaupt an? Ich weiß es gerade gar nicht. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Wie ist der Flugplan? Ich stehe für das Licht. Zwerge sind cool. Ich werde hier jetzt mal ein Safe machen. Ja. Und werde jetzt mal so schnell wie möglich hochgehen. Ein solider Plan. Für die KI jetzt irgendwie gar nicht mal dazu kommt, hier ein oben solider was Plan zu machen. Ja. Will ich jetzt mal Ehre auslassen? Ja. Ja, ich werde machen, dass ich so schnell wie möglich an die Basis komme. Ein solider Plan. Das war. Für die Ehre. Ja, wir haben ja schon eine Basis hier, das ist sinnlos. Hier haben wir nämlich nur. Für meinen Vater, den König. Da die Türme müssen fallen. Und werden immer noch von Untoten bedrängt. Und los, Männer, das schaffen wir eigentlich locker mit den Helden. Schaffen wir das eigentlich normalerweise easy going hier.
Basis ein nach der anderen ganz locker auseinanderzunehmen. Wir können natürlich nebenbei nochmal unsere Streitkräfte werden angegriffen. Einheiten ausbilden, aber das machen die eigentlich schon. Ganz gut. Ich stehe für das Licht. In der Mission müssen wir uns jetzt nicht weiter uns anstrengen oder beziehungsweise uns auf den Kopf machen, aber verdammt, der hätte nicht sterben müssen. Egal. Ist natürlich immer noch doof, wenn wir sinnlos Einheiten verlieren. Ja. Aber wie gesagt, wenn man die Fähigkeit normalerweise auch benutzt, ist es eigentlich nicht möglich. Das Licht ist meine Stärke. Wieso machen wir hier das denn? Das ist voll der Hammer. Ich stehe für das Licht. Hammer gekommen. Dann ist es eigentlich. Ein solider Plan. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Das ist wirklich schwer. Dann mal los. Das war die wirkliche schlimme Mission, war wirklich nur die letzte mit zumindest. Die jetzt wirklich. Die hat ja wirklich genervt. Ihr habt es ja mitgekriegt. Wenn man da wirklich komplett auf Schnelligkeit geben muss. Ich mag sowas einfach nicht, wenn ich gedrängt werde beim Spielen. Ich will ja doch schon ein bisschen meine Ruhe haben. Dann mag ich das nicht. Dann mag ich das nicht, wenn mich da einer so umnervt. Besteht etwa Gefahr? Ihr wisst ja manchmal, was ist. Das muss nicht sein. Und ich sehe, seit ich mich jetzt in der Grab. Echt? Du? Ja, aber eigentlich ist die Basis auch unser Licht ist meine Stärke. Für die Ehre. Ich hoffe, dass ja. Für Basis ist Wumpe. Ist natürlich. Oder unten. Doch, hier unten haben wir noch eine Goldmine, also es ist kein wirklich Problem. Die Basis da unten, die können wir aufgeben. Ist hier auch aufgegeben, so wie es aussieht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ist das nicht so? Was denn du da? Was ist denn hinterher gerannt, ja? Unsere Stadt wird belagert. Ich stehe für das Licht. So, hier haben wir nämlich auch noch wieder haufenweise. Wo wollt ihr uns haben? Immer mobil! Und noch ein Panzer dabei. Ist nicht nötig. Weiß gar nicht, war das Shift 1 oder war das Steuerung 1? Ich stehe für das Licht. Das Licht ist meine Stärke. Okay. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ach, babbel nicht rum. So. Unsere Stadt wird belagert. Gehen wir kämpfen. Schiff 2. Eine Verbeugung ist nicht nötig.